Hallo und herzlich willkommen zurück zu God Eater 2 Witchburst. Ich bin Mr. Kadafi, euer Let's Play in das Kaninchen, und wir haben noch weitere Charakterepisoden vor uns. Die sind soweit fertig. Wir müssen jetzt noch wieder Missionen mit Irina absolvieren. Das können wir nach und nach machen. Das heißt, heute wird Emil dran sein und Harumi, wie auch immer. Ja. Das heißt, wir... Ach, guck mal, da ist er ja gerade. Hey! Wie ich sehe, arbeitest du immer noch hart. Schon vom Zusehen wird mir ganz schwindelig. Ich habe noch mehr Ratschläge für dich. Auf die Weisheiten deiner Vorgesetzten zu hören, ist Teil der Arbeit. Also, was ist Lust? Lust auf einen Drink? Klar, solange du bezahlst. Natürlich, ich lade dich ein. Tust du sowieso nicht. Tell me something. How do you feel about older women? And men, I guess. When I was still a kid... It seemed like anyone over 20 was instantly old, past their prime. But life is longer than that, my friend. And as you live, you grow and change, like I have. Genau, 25 ist das Leben vorbei. Nisocks teach us that it's better to keep some things hidden. Ach, jetzt geht das... Oh Gott, jetzt, ich hatte es verdrängt. Ich hatte es verdrängt. Ach Gott, der schon... Ich hatte es echt verdrängt. Du bist also über Kniestrumpf hinweg. When things stay unseen, it spurs the imagination to run wild and free. Wie sind wir von erwachsenen Menschen auf sexuelle Fantasien gekommen? My new desire is to see all that lovely skin covered up. After all, imagination is proof of life. The soft lines of a body hidden beneath tight cloth, only a glimpse of skin. It's marvelous. Meine Fresse. Ja, yeah, ich möglich. Was ist entschieden? I'll find us another example of beauty. Be prepared, for this is the true Holy Grail. Veto? Kann ich ein Veto einlegen? Oh Gott. Hallo, danke, dass du gewartet hast. Du erinnerst dich noch an unser letztes Versprechen? Oh Gott, ich möchte herausfinden, wie Kleidung die Beweglichkeit beeinflusst. Ich hörte, je weniger, desto besser. Da kann man ganz schlecht was gegen sagen. Ich bin nicht überzeugt. Es muss möglich sein, die Verteidigung zu verbessern, ohne die Beweglichkeit zu beeinträchtigen. Guck, wie es bei Rollenspielsystemen ist. Da ist es ja gerade bei weiblichen Rüstungen, oder für Rüstungen für weibliche Charaktere, ja, so je weniger sie anhaben, desto mehr Verteidigung haben sie. Ich, was? Ich habe ein passendes, ich habe schon ein passendes Modell zum Testen gefunden. Bist du mental bereit? Nein. Nein. Man kann nicht mental bereit sein. Also gut, legen wir los. Oh Gott, ich habe Angst. Camille. She's here on a mission guarding supply shipments from the West. Très bien. I still cannot believe he hit on me while I was on duty. Oh, I'm Camille Rembrandt from the Marseille branch. Honored to make your acquaintance. Ach, Haru. Indeed, can you believe it? What made you think that was a good idea? There's so much more to life than your duty, Camille. You must mix business and pleasure. Well, maybe I'll just have to take you up on your offer then, and see the real Far East. Ist das... The real Far East, ist das irgendwie ein Spruch, den ich will es gar nicht wissen, ich möchte nicht. Oh Gott. Sounds great to me. Der Horror. Der Horror in Anime-Gestalt. Auf geht's! Auf geht es. Mit unserer Funkenwaffe gegen Gegner, die garantiert für Funken anfällig sind. Ja, bestimmt. Oh ja, guck mal. Oh, schön an. Naja. So, wir machen erstmal den Kleinkram weg. Und... Viel Spaß, weil ich mehrere angreife. Aua! So, der ist weg. Du springst. Ja,
ist auch weg. Ja, die Kleinen sind echt kein Problem. Wir beschäftigen uns ja nur ein bisschen mit dem, bis der Große kommt. C'est fantastique! Jetzt ist die Frage, ist das der unten oder ist das der... Ne, das ist auch einfach nur ein Ogerschweif. Na komm, dann gehen wir mal den Ogerschweifen nach. Scratch one origami. Large hostile in the combat zone. Aha. I'm sending the coordinates. Ja, bitte. Ach, guck mal. Das war... Oh. Hey, Buddy. So. Damit wissen alle, was zu tun ist. Und wir haben ein Problem, denn er ist Blitz. Und ich mache mach Blitzschaden. Yay. Naja, ich habe ja meine beiden Freunde dabei. Die machen ja genügend Schaden. Wenn sie mal angreifen würden. Haru, ja, dankeschön. Camille, du auch bitte. Ich weiß. Du möchtest sehen, wie Haru auf dem Boden liegt. Aber... Au. Ja, ist was auch. Und in kurzer Zeit, 2-3 Minuten haben wir ja mit dem extra... Bruchwahrscheinlichkeit. Au. Ja, aber ist auch keine schwierige Mission. Ne, das ist wieder. Warum denn die drei nicht? Ich mecker die ganze Zeit, das tut mir ein bisschen leid. Eigentlich nicht. Weil das, man muss aber ein bisschen das Spiel kritisieren dürfen. Warum sind das jetzt Rang 4 Missionen? Mit drei Leuten. Warum? Warum müssen das Rang 4... Warum können das nicht eine Rang... Ich meine, das ist doch... Mit drei Leuten könnte es auch eine Rang 5 Mission sein. Nein. Blood Alpha, burst time is ticking down. Ich weiß. Ups. Kurz. Bleib hier. Bleib hier! Wo rennst du denn hin? Ah. Wo warst du denn jetzt gerade? Wir haben keine Bindung gebrochen, ne? Warte mal, ich geh mal ein bisschen... Das macht ja extra Schaden auf die Bindungen. Ups, naja, oder auch nicht. Nein, du bleibst hier. Kackpratze, Alter. Wieso kann der da hochspringen? Ich möchte auch fliegen können. Naja. So, hallo. Was? Schönen guten Tag. Er wird nicht gegessen. Ich darf auch nicht essen, dann darfst du auch nicht essen. Was macht der denn jetzt hier? Ups, ich wollte... Ich kann mich nicht mehr bewegen.
wir mal noch das da? Hallo? Da? So. Okay, du bist ein bisschen sehr gruselig, Camille. Warte, warte, oh Gott, schnell. No. Ah, noch geschafft. Ich meine, das sind jetzt nur Kleinigkeiten wie Aragami-Knochenstücke, Ogre-Krasels, wovon ich tausende habe, aber trotzdem. Besser als nix. Geheimer Angriff plus eins. Yay. So. Wie geht es jetzt wohl weiter mit der tollen Geschichte? Oh Gott. Schöner Ausblick mit dem Mond, mit dem... mit der Rakete da hinten. Ja, Camille musste leider gehen. Jemand mit solcher Begabung hat nie viel Zeit zur Entspannung. Es ist wohl auch nicht schlecht, sein Leben völlig seiner Arbeit zu widmen. Oh, Camille, welch wundervolles Herz schlägt wohl unter dieser eisigen Haut. Damn shame. Ich werde es wohl nie erfahren. Harumi hat die Fähigkeit Blutkunst-Sehnenreißer erlernt. Schön. Warum? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Kann mir das bitte jemand mal sagen? Was? Sehnenreißer? Bereit. Ist immer bereit. Wo ist denn Sehnenreißer? Entdecker. Aha. Nee, ich suche Sehnenreißer. Wo ist denn diese Vieh? Da. Diese Kugel schwächt die Abwehr und trifft die Schwachstellen mehrmals. Nur SSG. Ja, komm, nimm. Viel Erfolg. Nicht, dass ich dich groß mitnehme, aber ey, haben wir's. Gut, wer kommt als nächstes dran? Was hat man noch gesagt? Wir haben noch, Irina müssen wir noch, Emil. Genau, Emil brauchen wir noch. Emil, ich weiß, wo du bist. Emil, 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 du stehst in der Lounge. Ha, wie geht es dir, mein Freund? Seit meiner Entscheidung übe ich mich unentwegt im Einsatz von Fallen. Doch seit einiger Zeit kann ich nicht mehr träumen. Du vergisst die Träume sicher nur. Nein, letzte Nacht träumte ich davon, in einem Teefeld zu schlafen. Und davor war da diese Siamkatze. Aber egal, ich denke darüber nach, Fallen in der Praxis zu testen. Kannst du mich bitte begleiten? Dank dir, ich habe die Mission angenommen. Eine Schwierigkeitsstufe 2. Zwei! Die mit Nanas 5. Das ist das, was ich meinte mit Schlangen. Schlangenlinie in Schwierigkeitsgrad. Allein jetzt die... Pass auf. Damit er noch... Ich mecker noch ein bisschen. Oh, erlebt damit. Einfach um mich ein bisschen besser zu verstehen, warum ich da mich so mehr aufrege. So, ich hatte jetzt diese Nana-Mission, ne? Und dachte mir so, oder wenn ich jetzt so denke, so, oh, boah, die haben mich ja richtig zerfetzt. Das ist ja total blöd, ich muss mich verbessern. Und ich habe vielleicht noch nicht so den Dreh rausbekommen, warum ich so auf die Fresse bekommen habe oder irgendwie sowas. Und ich müsste das jetzt ein bisschen, oder ich weiß, was das Problem war und ich müsste das jetzt verbessern. Kann ich es nicht, weil es sind Billo-Missionen. Fight the fire! Ach ja, warte mal. Los, Emil! Ja, wenn du schon Fallen dabei hast, dann nutz ihn. Naja, wir sind gleich weg. Ja, doch, jetzt eh kommen noch Lebenspunkte. Zwei Bindungen sind schon kaputt. Drei. Alle drei Bindungen sind schon kaputt.
Ich mache jetzt mal ganz kurz sehen, damit ich diese, damit ich seine Bindung noch kaputt mache. Wenn ich jetzt eh schon diesen Bonus auf Bindungsbrüche habe. Damit wir das, wenn wir schon mal haben. Oh ja, dann hau halt einfach. Weißt du, das ist okay, dann töten wir deinen Freund. Wenig Probleme mit. Hä? Greifst du an? Wieso greift ihn ja nicht an? Ich hab doch gesagt, er soll fokussen. Hat Emil keine Fernkampfwaffe? Ist Emil, ich habe gar nicht geguckt. Ist Emil ein reiner Nahkämpfer? Scheinbar ist Emil ein reiner Nahkämpfer. Nein. Danke Emil, dass du mir direkt danach gezeigt hast, dass du eigentlich schießen könntest, aber es nicht tust. Schön, Emil. Ja, ne, wir müssen es nicht töten. Ist okay. Du kannst es doch lassen. Du kannst doch einfach... Ich meine, ich habe gesagt, dass er den Fokus soll. Aber er kann doch einfach... nichts tun. Also, das Lustige ist, dass es halt in der Mission vorher funktioniert hat. Und jetzt... Emil ist so ein Spezi. Emil möchte nicht kämpfen. Er ist ein Gentleman. Und jemand, der ist... Der ist ein Ritter. Jemand, der ist, den unterbricht man nicht mit dem Kampf. Viel zu leicht im Vergleich zu dem, was... Ich kann gar nicht lernen. Kann hier gar keine Lernkurve aufbauen. Gut, ich müsste die... Es ist... Ich meine, kann ich sagen, ja, dann spiel doch die normalen Missionen, die du machen sollst. Ist ja richtig, die sind Stufe 5. Aber diese Charakter-Episoden sind doch jetzt halt erst freigeschaltet worden. Und ich habe die ja nicht irgendwie ignoriert, dass man sagen könnte, ja, du hättest sie früher machen können, dann hättest die gehabt bei Stufe 2 und nicht bei Stufe 5. Bla, 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 leck mich. Nein. Sorry. Sorry. Ich halte mich wieder zurück. Hab genug gewaged. Wir nehmen seltene verlassene Godox. Beständigkeit ignorieren. Creditbelohnung. Und ja, das ist natürlich... Pff, klar, bei einer Schwierigkeitsstufe 2 Mission, da kommt nicht viel raus. Thank you for accompanying me on this risky mission. I have one more boon to ask of you. I ask of you, hit me. Was? Na gut. Surely you wish to know the reason why. Sorry, may I finish my reasoning first? Jetzt darfst du gerne. I had an opportunity to set a trap during the battle. Still, I could not bring myself to use the device. Tis cowardly, dishonorable. Also eigentlich A, hast du Fallen verwendet? B, Fallen finde ich persönlich feige und C, finde ich Fallen unehrenhaft. Also das heißt jetzt nicht, dass man es nicht machen sollte. Die sind hier in der Situation gegen einen unbesiegbaren Feind, da macht das schon Sinn. Also, da muss man nicht ehrenhaft kämpfen. Die kämpfen auch nicht ehrenhaft, die anderen. Also das ist so, weißt du, ich muss nicht versuchen ehrenhaft zu sein, wenn der Gegner nicht ehrenhaft ist. Yes, the mission was a success. Yes, the innocent are safe from harm. Yet, I failed in my oath. And for that, there is no forgiveness. I implore you, strike me. I must accept due punishment. Nein, dafür gibt es kein... Nee, das... Ich bin... Nein, dafür gibt es keinen Grund. I know you must think me mad, but it is a matter of honor. There, lay one on me. Strike me, you must. I demand satisfaction. Hit me. Right in the kisser. Finish it. Oh. In the kisser.
Nimm Anlauf. Weder noch? Weder noch? Vor allen Dingen, es ist alles drei das gleiche. Er nimmt auch Anlauf. Warum? Thank you. A true strike. Fierce and terrible, yet with such serenity. Although I mostly feel the fierce and terrible. I believe I have seen a new side of myself. A new power is surging through my veins. Schön. Together we must strive to be paragons of knighthood. Danke, kein Bedarf. Das werden wir. Brilliant. This time I shall know victory. Emil hat eine Blutkunst erlernt. Das ist ja schön, dass Emil eine Blutkunst erlernt hat. Ist das unsere Fähigkeit? Wir müssen einfach Leute schlagen, damit sie ihre Blutkunst bekommen? Oh Gott, was hat Emil denn für eine Blutkunst? Oh Gott, Flammenherz. Wenn ich jetzt wüsste, was Flammenherz ist. Warte mal, gucken wir mal. Emil. Steht das hier irgendwo? Flammenherz? Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte hier auch die Fähigkeit Flammenherz irgendwo stehen? Ich kann auch nicht sehen, was das macht. Warum nicht? Steht das vielleicht in der Datenbank? Bei Menschen? Emil? Nein. Systembegriffe? Schau mal. Auch nicht. Sonstiges? Vielleicht hier mal? Ah, warte mal. Blutkraft anlocken, Kontrolle, Blut erwachen. Kill der Killer, Blatt. Nö! Hätte gedacht, dass es vielleicht hier irgendwo steht. Ich meine, hier sind ja die Blutkräfte scheinbar mit Beschwören. Aber die anderen halt nicht. Julius Nana sendet aus, Ciels und Gills. Diese Kraft beim Umkreis, wenn Blutkünste eingesetzt, steigt die Angriffskraft. Ja, das ist ja schön, aber ich hätte gerne die anderen noch gesehen. Blutkraft 2? Er kann mehrere Blutkünste einsetzen, das möchte ich auch. Naja. Gut, dann wissen wir halt nicht, wie es... was Emil kann. Aber wir haben auch seine Charakter-Episode fertig. Jetzt fehlt... Ach, wir müssen noch freie Missionen mit ihm machen. Na toll. Naja, na gut. Dann machen wir das. Aber wir haben jetzt erstmal genügend Charakter-Episoden gesehen, glaube ich. Es wird Zeit. Oder? Wird es Zeit? Warte mal, pass auf, ich will mal ganz kurz gucken. Hibari. Nee, ich möchte ganz kurz mal... Ja, ist mir wurscht. Ich möchte nämlich mal ganz kurz gucken. Bei den Missionen. Habe ich jetzt hier noch eine aktive? Ja, Kanon und Alyssa. Na gut, das machen wir beim nächsten Mal, diese beiden. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal wieder alle Charakterepisoden soweit durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.